Es wird spannend. Ein Sieg, dann sind Sie in der K.O.-Runde. Das große Ziel, es ist in Reichweite. Wir zeigen Ihnen die Partie live. Im BVB-Stadion Dortmund regnet es in Strömen, aber ich begrüße Sie dennoch herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die Dortmunder haben natürlich heute ein klares Ziel. Sie wollen in die nächste Runde der UEFA Champions League. Borussia Dortmund gegen Beşiktaş Istanbul. Die Gastgeber würden heute zu gerne den Einzug in die K.O.-Runde klar machen und das wäre wichtig. Dann könnte man den einen oder anderen Spieler schon mal schonen. Stichwort Doppelbelastung darf man in einer langen Saison nie unterschätzen. Der BVB heute also an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. So, und jetzt wissen wir, wie es Beşiktaş heute angeht. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Schöner Einsatz, Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Fehler vom Torhüter. Uzan. Masuaku. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Karam. Einfacher Ball für Kobel. Tor im Spiel von Ajax. Ich gebe kurz ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Ajax Amsterdam. Torschütze des Tors war... Oh, das könnte was werden. Vorstoß kommt zu früh, das ist abseits. Dieser kurze Bericht vom anderen Spiel musste leider unterbrochen werden. Das Tor also für Ajax Amsterdam. Damit sind sie nun 1-0 vorne. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Guerrero mit der Ecke. Schuss kommt nicht durch. Weiterer Eckball für Sie.
versucht per Volley. Klasse aufgepasst vom Torwart. Jetzt hat er den Ball. Das wird nichts mehr, es wird Abschluss geben. Wären sie hier fast in Führung gegangen, aber wir haben es gesehen, da ist er da. Er hält den Ball. Unfassbar. Buschi, wichtiges Spiel heute für die Gastgeber. Heute können sie den Einzug in die K.O.-Runde schaffen. Mit einem Sieg wären sie durch. Das wäre schon mal richtig gut. Was traust du Marco Reus in dieser heutigen Partie alles zu? Gerade wenn es um den Spielaufbau geht, wird er hier heute gefordert sein. Da, er schießt! Tor, ja, aber da freuen sie sich zu früh, Buschi, abseits. Boah, sie fassen es nicht, sie fassen sich an den Kopf, abseits. War das eng, ist eine ganz bittere Geschichte, aber ja, das war abseits. Das war eng, aber er hat ihn. Könnte die Führung werden. Der Ball prallt vom Pfosten wieder zurück. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ja, das ist Ballbesitzfußball. Und dann fällt das Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie können den Pass unterbinden. Oh, Marco Reus. Ja, starker Pass. Und jetzt der Schuss. Da passt der klasse auf. Marco Reus. Gute Balleroberung hier. Ja, wird Einwurf geben, kommt da nicht mehr ran an diesen Pass. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Da haben sie jetzt den Ball. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Dortmund über außen. Er kann sich durchsetzen. Ball ist weg. Die Chance. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ecke kommt von Guerrero. Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seitfallzieher macht er es. Akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringt die Ecke rein und dann bringt er den Ball im Tor unter. Gar nicht besonders hart, aber mit Sonnenbrand hat der Torhüter nicht gerechnet.
2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Karaman. Masuaku. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Ja, das sieht gut aus. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Es ist Pause. Sie liegen vorne, aber ihr Ziel könnten sie heute vielleicht verpassen, nämlich den vorzeitigen Einzug in die K.O.-Runde. Ah, wäre schon wichtig, das heute unter Dach und Fach zu bringen. Warten wir mal ab. Es kann sich ja noch viel tun in Durchgang 2. So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Guter Einsatz. Ball ist im Aus. Es gibt Einwurf. Jetzt in der Anspielstation. Ist natürlich mutig, jetzt von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Wout Weghorst. Die Chance. Wahnsinn, der passt. Ein super Tor. Unhaltbares Ding hier aus der Distanz. Nimmt er sich einfach mal ein Herz. Er sieht die Lücke und nutzt das. Hier ist noch alles drin. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Ball kommt an den kurzen Pfosten. Entschlossen geklärt. Wout Weghorst. Sie können den Ball erobern. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Kollegen bieten sich an. Wout Weghorst. Stark gemacht, das könnte was werden. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Ecke kommt in den 16er. Fans können erstmal durchatmen. Könnte der Ausgleich sein. Tor! Und jetzt ist hier alles wieder offen. 2 Tore lagen sie hinten. Aber sie haben nie aufgegeben. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ja, das ist Ballbesitzfußball. Und da fällt das Tor. Das ist der Wahnsinn. Was für Comeback-Qualitäten. Jetzt haben sie ausgeglichen. Reus jetzt am Ball. Pass von Reus, aber kommt nicht an.
Da haben wir den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder, bisher unentschieden. Jetzt Marco Reus. Ballverlust der Dortmunder. Hutchinson. Zieht einfach mal ab. Leichte Aufgabe für Kobel. Er geht dazwischen. Masuaku. Es gibt einen Treffer im Spiel von Sporting. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Sporting. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. 75 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für diese Infos. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Es sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Wir gehen in die Schlussphase und hören noch mal in diese Kulisse rein. Die Fans geben hier wirklich alles. Die wollen den Sieg. Kein Tor. Die Parade jetzt hier im Spiel. Wichtige Szene. Das wäre eventuell schon die Entscheidung gewesen. Karaman. Sehen wir noch den entscheidenden Treffer. Im Moment steht es unentschieden. Und es sind nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Chance zur Führung. Ganz sicher. Und jetzt wollen sie wechseln. Auswechslung bei Borussia Dortmund. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 19, Julian Brandt. Neu im Spiel, die Nummer 6, Sahin. Ecke kommt kurz. Gutes Tackling. Da können sie kontern. Da kommt der Konter. Jetzt die Chance. Schenkt Hosun. Sie holen sich den Ball. Da kommt der Schlusspfiff und wir halten fest, die haben es wirklich eilig. Vorzeitiges Weiterkommen und der Gruppensieg ist auch noch drin. Ja, man hat schon so den Eindruck, diese Gruppe, das war für die erst ein Aufwärmen. Man spürt die Ambitionen, die wollen mehr und ich glaube, in dieser Form ist das auch machbar. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Vorne hat viel gestimmt, hinten eher weniger. Am Ende nur Remis. Ja, das kann nicht zufriedenstellen.